Hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten zu einer weiteren epischen Folge von Pokémon Schild. Heute sind wir in der zweiten Arena in Pokémon Schild, wie ich bereits sagte. Und los geht's! Wir kamen im Ketenstadion. Bereit für eine nasse Abkühlung? Gleich prasseln Wasserattacken auf dich ein. Und gleich prasseln Blätter auf dich ein, Barbara. Denn ich habe ein Pflanzen-Pokémon und du hast keine Chance mit deinem Wasser-Pokémon gegen mein Pflanzen-Pokémon. Houtini! Houtini! Rasierblatt! Und du wirst wegrasiert! Ich rasier dich! Oh, anscheinend bin ich noch nicht gelevelt genug. Welchen Level ist das denn? Also mein Pokémon, wenn ich jetzt. Das ist ja Level 21 von denen. 22 Millionen? Oh. Okay, okay. Interessant. Wir werden heute diese Arena schaffen. Ehrenwort. Sorry. Aber ja, das ist ein Wort von mir, dass ich das sage. Und das stimmt auch. Wir werden heute die Arena schaffen. Hä, mein Schallquap und ich sind wohl die, die in diesem Kampf baden gegangen sind. Ein Kampf zwischen dir und unserer Arenaleiterin Kate ist genau das, was sich die Fans von dieser Arena-Challenge erhoffen. Und zack. Wechseln wir alle Roten. Auf die andere Seite und damit wechseln wir alle Gelben auf die andere Seite. Und da hinten gab es noch eins hier. Ah, das ist blau. Okay, dann machen wir noch mal rot, damit wir hier durchkommen. Und dann geht's weiter. Ich mag die Arena. Ich finde das voll cool. I like this very much. Ja, ja, ja. Hi, was geht? Mit den Knöpfen kannst du das Wasser stoppen, aber du musst dir dabei auch über die richtige Reihenfolge Gedanken machen. Das ist mir schon bewusst. Ich werde aber, denke ich, keinen Fehler machen, Claudia. Ja? Ein Krabby. Tja, wir werden die ganze Arena nur Routine haben. Schade, dass es keine besondere Giga-Dynamax-Form hat. Also, wenn Pokémon eine besondere Dynamax-Form haben, dann heißen die Giga-Dynamax. Und leider hat mein Pokémon keine Giga-Dynamax-Form. Nur mein Evoli in meinem Team, aber sonst niemand. Schade eigentlich. Oder Toxel-Weiterentwicklung, weiß ich gar nicht tatsächlich. Nicht wichtig! Wie wer denn das Krabi besiegen? Was machst du bitte? Warum greife ich nicht an? Hab ich irgendwas verpasst? Hallo? Aua! Ihr habt nicht unendlich AP. Rasierblatt. No, was? Warum geht's daneben? Du mit deinem Kackhärtner. Bist du Saftkorn oder was? Ach, der Whirlpool, ne, kriegt mich gerade ein wenig auf, ne? Ganz ehrlich, du. Ganz ehrlich. Danke. Was? Ist das dein Ernst? Kannst du es bitte einfach besiegen? Verdammter Whirlpool! Regt der mich auf! Boah, Kanon! Und das hat sogar, die hat sogar zwei Pokémon. So, Krabi ist schon mal weg vom Fenster. Level für Cremi und Poxel, juhu! Nice, nice! Ein Krebskorps! Ne, Krebskorps. So. Krebskorps! Das Pokémon ist echt cool. Ich mag das sehr, sehr, sehr. Sehr, 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 sehr. Mag ich's. Ich find's sehr, sehr cool. Lulul. Hatte mal sogar eine Figur von dem. So cool war der. Lol. So. Geh baden! Versteht ihr wegen Wasserarena und so. Mega. Nicht lustig. Ich hätte mir mehr Gedanken über die richtige Reihenfolge meiner Attacken machen sollen. Ja, naja. Es gibt nur eine korrekte Reihenfolge, in der du die Knöpfe drücken musst. Probier's halt aus. Okay. So. Wir kommen weit. Ja, 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 ja. So. Hallo? Jemand da? Jemand zu Hause? Hier ist jemand. Will ich kämpfen? Warum nicht? Hi.
Huch, da hast du es bis hierher geschafft und jetzt willst du auch noch gegen mich kämpfen? Du hast mich doch Nee, egal. Ja, ich will kämpfen, Friederike. I wanna fight. Mit deinem Remoraid kannst du doch echt nicht angeben, du. Ganz ehrlich. Was soll denn das hier? Nur ein Remoraid. Nee, noch ein anderes Pokémon, sich gerade krass. Wow, da krieg ich aber richtig Angst, du. Und tschüss. Ich verstehe nicht, warum Remoraid keine Weiterentwicklung hat. Das macht mich ein wenig traurig. Naja. Ein Kami-Hubs. Das kann auch nichts. Nur die Weiterentwicklung, die kann was. Aber das Vieh, guckst dir an, als ob das wirklich irgendwas könnte. Also, ich bitte dich. Was? Das überlebt? Und es jetzt Tackle auf mich ein? Aua. Das hat wehgetan, Mann. Entschuldige dich mal. Tschüss. Unhöfliches Gepräge, ey. Was auch immer. Hau ab. Fleckleon Level 27. Auch wenn es nicht mitkämpft, lol. Bei deiner Stärke ist es kein Wunder, dass meine Pokémon nicht verlieren. Ja. Normalerweise ist der letzte Trainer in der Arena immer ein ganz besonders starker Trainer. Aber ich habe aus einem ganz anderen Grund beantragt, hier hinten stehen zu dürfen. Ich habe einfach Angst vor Kämpfen. Oh. Irgendwie bemitleidenswert, oder? Was meint ihr? Ach, hier kann man lang. Hier können wir abbauen, nichts machen. Nein, wir brauchen den Schalter hier. Dafür muss Rot weg, ja. Rot muss weg, dann komme ich zu Blau. Und dann zu Gelb. Oder Gelb? Ja, oder? Also hier habe ich jetzt frei, ne? Hier ist auch frei. Aber warte, ich bin schon durch. Warst du schon? Lol. Okay, warte, hier ist ja schon alles fertig. Deshalb gehe ich nochmal ganz kurz zurück, kann ich... Aber ich kann gerade meine Liga-Mission nicht abbrechen. Ich muss jetzt einfach irgendein High-Item benutzen. Verdammt. Ist mir jetzt aufgefallen. Sorry. Aber wir sind durch mit der Challenge. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Nice. Kann ich noch heilen? Oder zu spät? Oh, ich kann hier noch heilen. Erstmal speichere nach. Vor jedem Arena-Leiterkampf speichere ich eigentlich normalerweise immer ab. Heilen. Ganz, ganz wichtig. Deshalb machen wir das eben. Und wir sind bereit. Auf den Kampf! Let's go! Bin bereit! Da ist sie. Kate. Hallo. Na, wie geht's? Willkommen, Arena Challenger. So sieht man sich wieder. Tut mir leid, dass du mich vorhin extra suchen musstest. Meine Mission hast du ja ruckzuck bestanden, wie ich sehe. Und ich merke erst jetzt, was wir die suchen mussten, so wie Misty damals. Lol. Sie ist nicht gerade leicht. Also musst du ein ziemlich helles Köpfchen sein. Naja, doch, die war sehr, sehr einfach. Aber wirst du auch schlau genug sein, gegen die Flut meiner Angriffe anzukommen? Werde ich, hoffentlich. Bestimmt. Let's fight! Da. Kate! Nur ein Goldini? Really? Ich muss gerade wenig abgehen, denn die Mucke ist einfach episch. Ich kann sie auswendig. Ich mache mich leise, damit ihr die Musik genießen könnt. Huti Level Up und Toxin Level Up. Oh, Grasmixer. Ja, Mann, das ist voll die geile Attacke.
Oh, die Musik hat sich jetzt schon geändert, oder? Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es das ist, was ich gerade im Kopf habe. Runde normal. Ja. Mama Rasierer dafür weg, würde ich sagen. Hoffe, das war nicht dumm. Wenn ja, dann sorry, Leute. Aber ich glaube, die Musik hat jetzt schon geändert. Schade. Picuda, was war das nochmal? Ich hab's vergessen. Fisch, oder? Ah ja, der Fisch. Kein Problem. So, ich hoffe, ich habe jetzt mir nicht irgendwie so ein Softlock hingestellt. Mit Grasmixer. Aber ich denke nicht. Ja, leider verfehlt, weil er hat eine 10% Chance, dass es verfehlt. Und leider ist es bei Pokémon echt viel. Aber es ist mir wert. Denn ihr seht ja, wie stark es ist. Und da ist es kaputt. Karmalm. Oh, jetzt wird's heftig. Ein Pokémon habe ich noch. Das Beste kommt zum Schluss. Oh Gott, ihre Augen. Jetzt wird's ernst. Jetzt gibt's das mit einem Dynamax. Oh, ich auch. Verwandeln wir das Stadion in ein Meer. Dynamaximiere dich, Karmalm. Oh, wow, wow. Hier kommt das Finale. Oh yeah. Oh Mann, sie hat eine besondere Form. Ein Giga Dynamax Karmalm. Und ich habe nur ein Dynamax Kotomi. Naja. Trotzdem, jetzt wird's fair. Jetzt sind wir beide groß. Du bist zwar etwas stärker, weil du eine besondere Form hast. Aber ich bin vom Typ Vorteil. Kotomi. Oder Hutuni, wie ich dich genannt habe. Zeig dem, was du drauf hast. Schrei es an. Und zerstöre es. Oh, da Feuer. Nein, 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 nein. Aua, das hat mir getan. Aber es passt. Wir leben nämlich noch. Das ist das Wichtige. Dina, Flora. Bam, bam, bam. Und es ist instant so. Touchdown! Damn, war das episch. Dichtes Gras umhüllt die Arena. Und explodiert! Sorry, Kate, aber für ein Date bin ich immer noch da. Wolle und Evoi sind Level up. Nice. Gut gemacht, Kotomi. Oh yeah! Obwohl ich der stärkste Pokémon-Trainer hier sein sollte, hast du mich am Ende weggespielt. Tja. Das darf doch nicht. Na schön, ich erkenne deinen Sieg an. Du und dein Team, ihr habt die Energie, die man braucht, um sich der Arena-Challenge zu behaupten. Ihr habt den Kampfgeist, der notwendig ist, um den Champ herauszufordern. Nice. Diesen einen Orden hier habt ihr euch redlich verdient. Ja! Bis Level 30 können wir fangen. Sieht so aus, als wäre euer nächster Gegner der Feuerarena-Leiter. So stark wie ihr jetzt seid, wird er sicher gegen euch kämpfen wollen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Kate, Michael. Als Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM, bitteschön. TM 36 Whirlpool. Eine Nachbildung von Kates Uniform bekommst du als Geschenk noch obendrauf. Oh. Ui, eine Wasseruniform. Nun hast du ihn also, den Wasserorden. Ich bin gespannt, wie weit du und deine Pokémon es noch schaffen werden. Yep. Maike, den Namen werde ich mir hinter die Ohren schreiben. Oh, dankeschön. Ich bin sehr froh, dass ich dein Fan geworden bin. Ach stimmt, dieses ist ja unser Fan. Yay. Was für ein Kampf. Toller Kampf, dankeschön. Dein Team sieht wirklich sehr interessant aus. Ja, gerne, können wir mal an. Oh mein Gott, wir haben ein neues Outfit freigeschaltet. Das soll ich mal anziehen. Präsident Rose erwartet dich bereits. Du triffst ihn im Restaurant Wellenflucht hier in Kilton. Hier hast du seine Lederkarte mit seinem Foto. Nur falls du vergessen hast, wie er aussieht. Danke.
Ich finde die irgendwie etwas unsympathisch, aber vom Aussehen her ist sie echt top. Der Liga-Präsident mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. Bitte begib dich daher unverzüglich zum Restaurant. Ja, erstmal hier halblang mit den ruhigen, unruhigen Pferden hier. Wir werden erstmal ein wenig das machen, worauf ich Lust habe hier. Das ist mein Speicherstand, ja? Sonic Speed! Yeah! Oh, wir können uns noch gar nicht umziehen. Ups. Dann warten wir erstmal bis zur nächsten Boutique. Aber erstmal wollen wir erstmal unsere Pokémon heilen. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Ich bin echt sehr stolz auf Kotomi. Aber jetzt wollen wir erstmal darauf konzentrieren, dass unser Starter sich zu seiner letzten Form entwickelt. Damit wir ultra gute Chancen haben bei der dritten Arena. Wo ist sie eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Warten wir mal kurz. Da haben wir 2 Orden von 8. Geil. Pfeif, pfeif. So, was braucht ihr mich denn für? Was gibt's denn? Oh, Schickimicki. Oh! Wie hieß sie nochmal? Sania? Nee. Wie hieß die? Sani. Irgendwie so hieß sie, glaube ich. Ich hab den Namen vergessen. Es tut mir so leid. Wir kamen im Restaurant Wellenflut. Danke. Hi. Okay, dann nicht. Präsident Ross kommt ab und zu inkognito hierher, aber trotzdem wissen alle Bescheid. Uff. Hey! Ah, oh, Maike, komm, lass uns deinen Sieg gebührend feiern. Ach, Sania, genau. Ach was, dich hat er also auch eingeladen? Oh, ihr kennt euch? Na wunderbar, aber setzen wir uns doch erstmal hin. Ui. Ich so als Minderjährige. Kilton ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. Da lege ich euch ans Herz, eine der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Aber mal ganz unter uns, in diesem Restaurant schmeckt eigentlich alles ganz vorzüglich. Wie geht es übrigens Professor Maglulika? Ich hoffe doch bestens. Ich habe ihrer Forschung viel zu verdanken. Wie ihr wisst, stammt die Technologie hinter den Dynamax-Bändern, mit deren Hilfe mein Pokémon riesengroß machen kann, von meiner Firma. Aber ohne Professor Magnolikas Forschung über die Wunschsterne wäre das nie möglich gewesen. Ich weiß schon, dass ihr das Dynamax-Phänomen immer noch kopfzerbrechend bereitet. Sie hat offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Sie denkt immer nur an ihre Forschung. Als ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, hat sie mir sogar einen Energiequellendetektor in die Hand gedrückt. So versessen ist sie. Einen Energiequellendetektor? Das sind diese Geräte, mit denen es erstmals möglich wurde, Energiequellen aufzuspüren. Mit anderen Worten als Orte, an denen dank eines erhöhten Aufkommens von Galapartikeln Pokémon Dynamaximiert werden können. Aber dass Professor Maglulika so frustriert ist, höre ich gar nicht gerne. Ich würde alles tun, um mir zu helfen. Sania, glaube ich eher. Du solltest ihr unbedingt einmal die Schatzkammer von Claw City ansehen. Ich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Geheimnis des Dynamax-Phänomens in der Geschichte dieser Region begraben liegt. Ich werde dafür sorgen, dass Fräulein Sania Einlass gewährt wird. Sehen Sie jetzt Sania. Und verzeihen Sie meinen Drängen, Rose, aber Ihr nächster Termin wartet. Schon? Aber ich hatte noch gar keine Chance, mit Maike zu quatschen. Nun gut, so bedauerlich es auch ist, es lässt sich wohl nicht ändern. Es war mir ein Vergnügen. Och Mann, blöd. Ich weiß ja, dass er es gut mit mir meint, aber diese Schatzkammer klingt nach viel Arbeit. Naja, wenigstens solltet ihr dort ein paar neue Anhaltspunkte für meine Forschung über die Legende finden. Okay. Ich habe gehört, dass du dir den Wasserorden erkämpft hast. Glückwunsch. Kate zu besiegen ist kein Kinderspiel. Hier nehmen wir als Belohnung diese TM. Danke, Heimzahlung. Vielen Dank. Kate und ich sind gut befreundet. Vielleicht solltet ihr mal bei ihr... Sollte ich mich mal bei ihr vorbeischauen. Bis die Tage, Rainer Challenger. Bis die Tage, Sania. Okay, das war's also. Wir können gehen. Da hast du den Pflanzenorden und den Wasserorden, stimmt's? Als nächstes müssen wir Cabo besiegen, den Arena von Engine City. Ach, jetzt können wir nach Engine City, Leute. Aber ich habe brandheiße Insider-Infos über Arena-Leiter Cabo für dich. Er legt nämlich gerade in der Galamine 2 ein Sondertraining ein. Ach, deshalb müssen wir da durch.
Wenn Kabo nicht in seinem Stadion ist, zieht uns fürs Erste nichts nach der Engine City. Warum schauen wir nicht meiner Dralamine 2 vorbei? Sondertraining ist genau mein Ding. Warum nicht? Sprich ja nichts dagegen, ne? Also let's go! Ups. Und Team Yell ist anscheinend weg. Dralamine 2. Oh, Potrot! Was geht, Bro? Bam, 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 bam. Dum, 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 da, dum. Es ist Wasser und irgendwas anderes noch. Bin ich mir sehr sicher. Ich mach trotzdem nicht viel Schaden mit Tiefschlag. Ah, Tiefschlag bin ich jetzt kein Freund von irgendwie. Bisher. Nicht Wasser? Ich bin dumm. Lol. Sorry. Lol. Nice. Ich krieg alle ein Level up. Finde ich supi. Supi Düfte. Dufte, Dufte. Noch eins. Versuchen wir das mal zu fangen diesmal. Ist mir eigentlich relativ egal, welches Geschlecht tatsächlich bei den Pokémon. Krass, oder? Als ob das irgendwas Besonderes wäre. Aquavelle! Was? Hat eine Beere. Aua. Hat wehgetan, Mensch. Kriegst du nochmal aufs Maul. So, Käfertrutz. Was ist hier? Nee, was ist das? Aua. Eine Käferattacke. Aber Käfer ist natürlich nicht Pflanze. Von daher, mir egal. Schmeiß mal einen Pokéball. Ich denke, das wird auch passen. Oder? 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 Ja, natürlich. Nice. Tox Level 20. Geil, schon mal die Hälfte aller Erfahrungspunkte fürs Level ab. Oder warst du mal auf Level 40? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich verwechsel es gerade mit einem anderen Pokémon. Wie auch immer, nicht wichtig. Irgendwann wird sich das schon entwickeln. Hi, was bist du? Bist du neu? Nee, oder? Reißlaus. Ich glaube, das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ich glaube, das kam aus Sonne und Mond, oder? Bin mir nicht sicher. Ich weiß auch gar nicht, ein Typ. War es also nicht effektiv, aber reißt. Was? Ist einfach abgehauen. Wenn ich will, ist mir egal. Mal kurz angeln. Nebendurch. Nebendurch. Ja. Nebenbei. Zwischendurch. Ein Krebskorb. Der Bam Bam. Das können wir doch auch mal fangen, oder? Verdammt, Tiefschlag wäre effektiv gewesen. Sorry. Oh, ich bin eh viel zu stark. Aua. Aua. So, Pokéball. Und dann den Galadex füllen mit allen 400 Pokémon. Es sind exakt 400 Pokémon, die es gibt in diesem Spiel. Es wurden zwar in dem Code von diesem Spiel Pokémon wie Bisasam und Shiki gefunden, aber trotzdem gibt es die nicht im Galadex. Warum auch immer, die funktionieren einwandfrei, wie ich gesehen habe. Trotzdem gibt es die nicht. Cool, danke. Schon meine Träume vernichten, obwohl das nicht nötig war. Ey, das kenne ich doch hier. Schalelos. Schalelos oder so. Nee, Schalelo. Ne, Schalelos. Ja, keine Ahnung, ich bin dumm. Bam, 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 bam. Hin und wieder kann ich auch mal gegen wilde Pokémon kämpfen. Vor allem bei einer neuen Route. Ich finde, das ist okay. Ernsthaft, Genesung. Ich habe gar keinen Bock. Komm, wir gehen. Wir gegen den Trainer kämpfen. Oder Story weitermachen gerade. Betis. Du schon wieder. Oh nein. Kämpfe gegen minderwertige Gegner sind eine unerträgliche Zumutung für meine Pokémon. Ich selbst bin auch nicht in der Stimmung, mich auf dein Niveau herabzulassen. Aber Schwächlinge wie dich in ihrer
in ihre Schranken zu weisen, ist irgendwo auch ein Akt der Gnade. Wenn du dir tatsächlich einbildest, mich besiegen zu können, hast du meine Erlaubnis, mich zum Kampf herauszufordern. Also sagst du, Schwächling, ich fordere dich heraus! Ich wurde vom Liga-Präsident Rose persönlich auserwählt. Dass ich verliere, ist völlig undenkbar. Und was war letztes Mal? Das Team von mir ist auch ganz cool. Von Betis. Monosyto hat sich nicht entwickelt. Okay. Sorry. Ah nein, warum sehe ich das nicht? Ich bin immer so, ja, besser Attacke, stark, instant tot. Ja, hat doch eigentlich geklappt, aber ich wollte eigentlich so ein sehr effektiv erzielen. Ein paar Fortschritte hast du wohl gemacht, aber wirklich nur ein paar. Ja. Laber nur, worauf du willst. Molly Morba? Wohl eher Molly, du bist ein F.A. Ha! Tiefschlag! Oh. Tiefschlag macht wohl keinen One-Hit. Keine coole Attacke. Aua! Das hat weh! Willst du noch einen Tiefschlag haben? Ich gebe dir aber jetzt einen. Gotta love the drifting and the Joy-Cons. Ich spiele nicht mal Joy-Cons, ich spiele Controller. Oder habe ich einfach zu schnell gedrückt? Okay, vielleicht habe ich auch zu schnell gedrückt. Dumm. Ja, wie viel Fähigkeiten noch? Jetzt laber endlich nicht mehr. Ich bin genervt. Besieg es einfach. Danke. Ich bin bestehend. Egal. Oh, Wolli wird sich bald entwickeln. Hat den Kampf. Primova hat sich bei dir immer noch nicht weiterentwickelt. Tja, was ein Pech. Das tut mir aber überhaupt nicht leid. Hat sogar noch ein weiteres Pokémon, sehe ich gerade. Ja, Tiefschlag mag ich nicht. Werde ich wegtun. Bei der nächsten Attacke, die mein Shutter lernen will. Ich bin einfach so stark irgendwie. Warum bin ich so OP? So, eigentlich will ich Wolli mal kämpfen lassen. Ponita? Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. Ich glaube nicht, dass es ein ganz normales Ponita ist, sondern ein Gala-Ponita. Ein My Little Pony. Ausgezeichnet, wie du meine Pokémon da in die Enge getrieben hast. Okay, danke. Ich hatte recht! Oh, es sieht so cool aus. Egal, Doppelkick! Es ist Typ Psycho und nicht Fee, wie ich es eigentlich dachte. Nur so nebenbei, für die nicht wissen. Ich freue mich schon auf Gala Galoppa. Ich hoffe, da ist die Entwicklung normal, so wie bei jedem Pokémon. So, das ist auch mir zu lang, deshalb doch lieber Flagleon. Oh, lol. Wir wollen ja mit dem Spiel relativ schnell durchkommen, habe ich gehört. Alle YouTuber sind schon so weit, wir müssen uns beeilen. Ab jetzt 4 Folgen pro Tag, was? So, Aquavelle, hau rein! Tschüss, Mann! Tot. Sorry. Wolli und Evoy level up und Wolli wird sich jetzt entwickeln! Oh mein Gott, bleibt! Du hast dir ein bisschen Mühe gegeben. Also dachte ich mir, ich lass dich mal gewinnen. Ja, genau. Und Wolli, was sagst du zu dieser lächerlichen Ausrede? Was, du willst ihn wickeln? Klar, gerne, warum nicht? Wolli wurde zu einem Zwollock. Das ist die Weiterentwicklung. Ich hab's mir schon so vorgestellt, aber ich hab gedacht, das wird vielleicht ein wenig. Naja, also das ist nicht schlecht. Ich bin relativ zufrieden damit. Ich finde nur, dass es ein wenig böse guckt. Ich finde, das hätte man ein wenig süßer gestalten können. Aber. Nicht schlecht. Bin jetzt nicht traurig oder so. Nice. Na schön, ich korrigiere. Ein Schwächling wie bist du nicht. Dafür aber ein Schwachkopf. Zu glauben, dass du die Arena-Challenge bestehen könntest, ist reiner Schwachsinn. Hier hast du schon mal einen kleinen Trostpreis. Danke. Für deine Ligakarte. So, jetzt habe ich aber wirklich Wichtigeres zu tun. Mal sehen, wo könnte ich als nächstes auf die Jagd nach Wohnsternen gehen? Bye. Wir müssen direkt umdrehen.
So, Leute, und wenn euch diese Folge auch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal eine positive Bewertung da und wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Schild wieder mit unserem neuen Zwollock. Haut rein!